Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt gibt's nochmal ein nachträgliches Gamescom-Video und zwar zu DZS Turtle Beach. Deutsche Zockerschinken, dafür steht die Abkürzung DZS und dabei handelt es sich eben um einen, wenn nicht sogar um den einen ältesten und erfolgreichsten oder etabliertesten Xbox Live Clans in Deutschland überhaupt. Und die Jungs von DZS haben zum zweiten Mal in Folge jetzt auf der Gamescom den Turtle Beach Stand betreut. Ja, und dabei konntet ihr mit Aktionen wie Play Against the Pros direkt gegen die Profis von DZS antreten und da mit ein bisschen Glück auch dicke Headset-Preise von Turtle Beach abräumen. Des Weiteren konnte man in so Multiplayer-Sessions von Call of Duty auch direkt VIP-Tickets für Black Ops 2 gewinnen. Also da war richtig ordentlich was los und ich habe natürlich wieder die Gelegenheit genutzt. Ich war fast den ganzen Samstagmorgen bei Turtle Beach selber zu treffen und habe dann wieder Interviews mit drei Spielern und wichtigen Persönlichkeiten von DZS geführt. So ist das Licht besser, sagt Sangria. So, ich bin jetzt hier bei DZS auf dem Turtle Beach Stand, uralter, steinalter Clan der Xbox Live Szene. 10 Jahre DZS, wie schafft man sowas? Ja, das ist Engagement, das ist Liebe, das ist Leidenschaft, das ist auch ein Stück weiße Mario, muss man sagen. Zielsetzung, Zielstrebigkeit. Und dann kann man sowas erreichen. Hättet ihr denn irgendwann mal gedacht, 10 Jahre alt zu werden? Ich meine, die meisten Clans heute 1 Jahr, 2 Jahre, wenn es hochkommt, 5. Aber 10 ist ja so eine Hausmarke, die, glaube ich, kaum einer erreicht hat bisher, oder? Seid ihr da einzigartig? Ja, nach unseren Recherchen, wir sind der einzigste existierende Clan, der so alt ist. Und man kann mit Sicherheit sagen, DZS ist der älteste, mit Abstand älteste und erfolgreichste Clan. Und wie sind dann die Ziele, wenn man schon so viel erreicht hat? Ist man dann schon auf so einem hohen Niveau, dass man irgendwann sagt, boah, jetzt reicht's mir und es gleitet so hin? Oder ist jetzt 2012 so ein Jahr, wo noch viel kommen wird? Ganz ehrlich, alle gesetzten Ziele sind erreicht. Wir haben, Grundziel war damals, Spartan überdauern, erreicht. Dann hat man Ziel gesetzt, 10 Jahre, erreicht. Wir lassen uns noch ein paar nette Ziele einfallen. Jetzt habt ihr mit Turtle Beach seit über einem Jahr jetzt einen neuen Head-Sponsor, der hier ganz ordentlich auftrumpft auf der Gamescom. Wie ist da die Zusammenarbeit? Ja, perfekt. Also es läuft super. Turtle Beach hat großes Vertrauen in uns. Wir haben Vertrauen in die. Die Zusammenarbeit läuft jedes Jahr ein bisschen perfekter, würde ich schon fast sagen. Und man muss an dieser Stelle auch unseren weiteren Kooperationspartnern wie Vidis, Brooklyn danken. Ohne die wäre das alles nicht möglich. Gibt es denn dann so ein Favorite-Modell? Also wir sind jetzt am Turtle Beach Stand, wo Headsets in Mass ausgestellt sind. Hast du ein Lieblingsheadset? Eins von den neuen oder doch eher so ein Klassiker-Modell von Turtle? Also mir gefallen diese ganz neuen Goodies Call of Duty Black Ops 2 Headset. Das würde mich sogar reizen, eins zu kaufen, weil es zu meinem Schrank passt. Wie sieht's denn aus? Kann ich da gleich mal eins mitnehmen? Lässt sich bestimmt was einfädeln, oder? Ja, also vielleicht gibt's dann demnächst mal ein nagelneues Call of Duty Black Ops 2 Headset im Video zu sehen. Das auf jeden Fall. Noch irgendwelche Worte zu DZS? Wir werden gleich noch mit ein paar anderen Spielern sprechen. Möchtest du persönlich noch irgendwas sagen? Also ich möchte mich auch anlässlich dem 10-Jährigen bei allen DZS-Mitgliedern bedanken, bei allen, die es überhaupt möglich gemacht hat. Bei der Szene bedanken, ohne Szene gibt es kein DZS. Bei dir und bei allen anderen. Ja, ich sag danke bei DZS erstmal für den ersten Teil des Interviews. Sehen wir uns gleich wieder. Mit dem zweiten Teil hier bei DZS und hier habe ich einen der deutschen besten FIFA-Spieler überhaupt, das ist Catfish. Ich sag erstmal Hallo. Hi. War das heute schon ein voller Tag für dich oder ist es noch relativ relaxed? Samstag am Haupttag? Ja, bis jetzt eigentlich noch relativ ruhig. Die Turniere beginnen ja erst um 11, um 14 Uhr und um 17 Uhr. Von dem her ist es relativ entspannt. Konnte dich denn schon mal einer schlagen in den letzten Tagen hier? Ja, gestern habe ich gegen einen gespielt. Spielt bei Apex, dem Aunum-Clan, Profi-Clan. Und da habe ich 3-1 verloren leider, aber passiert halt. Passiert halt. Was ist denn, wenn jetzt hier so ein Public-Gamer, sag ich mal, vorbeikommt und dich schlägt? Wird der dann direkt abgeworben für DZS? Je nachdem, wie gut er halt spielt, aber normalerweise schauen wir uns immer die Spieler an, je nach Turnier, ob sie halt erfolgreich sind und konstant spielen. Und von daher eher weniger. Kannst du uns mal so sagen, was deine größten Erfolge waren in letzter Zeit? Ja, also ich habe jetzt erst vor 2 Jahren angefangen zu spielen. Dann habe ich gleich in meinem ersten Jahr das 3-Länder-Finale gewonnen, in Berlin letztes Jahr. Dann war ich in Los Angeles auf der Weltmeisterschaft, da wurde ich Zehnter.
leider wegen einem Tor in der Gruppenphase rausgeflogen. Und ja, dieses Jahr jetzt die deutsche Meisterschaft. Ja, das waren so die größten Erfolge. Wie ist es denn so, wenn man nach Los Angeles fliegt, so als quasi als Pro-Gamer? Also ich meine, viele FIFA-Spieler halten sich ja für gute Spieler oder viele Clan-Spieler und so. Aber so wirklich in andere Länder einmal über den Teich nach Amerika reisen, ist doch der Hammer, oder? Ja, schon was Besonderes eben. Also ich war ja noch relativ frisch letztes Jahr und war dann 3 Tage länger dort und habe es dann eher ein bisschen genossen. Ja. Weil ich habe das noch gar nicht so einschätzen können, was da alles auf mich zukommt. Und von dem her schon was Besonderes. Klar, in andere Länder sieht man mehr. Also ich wollte eigentlich nie nach Amerika, weil es mich nicht interessiert hat wirklich. Und dann klar, übers FIFA nach L.A. zu kommen, schon cool. Wie sieht's jetzt aus? Mal so ein paar Tipps für irgendwelche Anfänger. Was ist deine Lieblingsmannschaft? Also FIFA, also jetzt nicht in der Bundesliga, sonst gibt's jetzt hier wieder nur Streit. Wenn ich sag, Dortmund ist die beste Mannschaft. Ja, also ich habe eher so einen Spielstil, der auf Flanken basiert. Von dem her letztes Jahr war es Chelsea, dieses Jahr ist AC Mailand. Und ja, also ich suche mir eigentlich immer Teams aus, mit denen ich gut flanken kann. Also vorne ein großer Spieler drin und dann mal schauen, was geht. Hast du denn so jetzt große Erwartungen für FIFA 13? Setzt man sich so selber Ziele? Sagt man, ich will so der deutsche beste Spieler werden, deutsche Meisterschaft, solche Geschichten? Ja, das war, also mein Ziel war FIFA 12, deutscher Meister zu werden. Das habe ich geschafft. Deutschlandweit habe ich jetzt alles erreicht, von dem her eher mal ein Turnier in Europa oder wenn es geht, weltweit zu spielen. Klar, die Weltmeisterschaft ist wieder ein Ziel. Aber wenn es nicht klappen sollte, geht halt FIFA 14. Ja, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Du warst mal ganz kurz weg bei DZS, bist jetzt wieder zurückgekehrt, quasi zum Clan der Urclans in der deutschen Szene. Was hat dich dazu veranlasst, zu DZS zu gehen? Ja, also ich wollte damals weg, weil ich einfach mal eine Veränderung wollte. Und nach einem Monat, also nach auch Gesprächen mit verschiedenen Clans, habe ich einfach gemerkt, dass DZS für mich jetzt der beste Clan ist, weil ich sag mal, wir sind eigentlich wie eine große Familie. Wir wohnen jetzt auch diese Woche in einem Haus und es ist einfach cool und es macht einfach Spaß und die Leute sind einfach klasse drauf. Wie ist es jetzt mit dem neuen Head-Sponsor Turtle Beach? Bist du da zufrieden mit? Ja, also auf jeden Fall. Ich kenne zwar noch nicht so viel. Ich habe mal SteelSeries und Astro Headsets probiert, aber muss sagen, dass ich von den Turtle Beach Headsets sehr überzeugt bin und habe jetzt auch so kleine Kopfhörer, mit denen ich halt wunderbar spielen kann und keine Einflüsse von außen mitbekomme und somit mich voll auf mein Spiel konzentrieren kann. Ja, dann würde ich sagen, erstmal Erfolg fürs kommende Jahr und schönen Dank. Möchtest du noch irgendwelche letzten Worte sagen? Ja, also ich grüße alle Leute, die mich kennen und auch meine Familie, die immer hinter mir steht und auch immer motiviert. Und ja, danke. Alles klar, ich danke dir. So, jetzt als Dritten im Bunde hier bei DZS haben wir MC One, quasi eine lebende Fighting-Legende sozusagen, oder? Kannst du den Zuschauern mal erklären, was du schon alles erreicht hast? Ja, was ich erreicht habe, ich zocke an sich seit 2005 aktiv, ebenfalls Dead or Alive. Mein größter Erfolg war die Europameisterschaft, das war 2006. Ansonsten noch Deutsche Meisterschaft und in anderen Spielen, wie beispielsweise Virtual Fighter, konnte ich mich auch schon für die WCG durchsetzen. Liest sich ganz gut soweit. Wie ist das, wenn man Europameister ist? Ist man ein Pro-Gamer? Ja, Pro-Gamer, ich persönlich distanziere mich eigentlich immer ganz gerne von dem Begriff, weil Professionalität ist für mich immer gleichzusetzen mit, ich könnte davon leben. Das ist eigentlich nur mein Hobby und es ist ein schönes Hobby, vor allem wenn man mal Geld damit verdient. Das fördert einen natürlich und das Selbstbewusstsein steigt im Gaming natürlich auch entsprechend. Als Pro richtig, weiß ich nicht. Vielleicht hat sich meine Zeit, vielleicht kommt sie auch wieder. Wenn du jetzt sagst, sie kommt wieder, machst du dir mal Gedanken, wieder einzusteigen? Ja, definitiv. Dead or Alive 5 kommt ja kommenden Monat. Ich habe es schon mal angezockt, Halle 7. Ist auf jeden Fall sehr spielenswert. Ich habe mich sofort wieder wohlgefühlt. Das System ist wie immer. Die alten Charaktere erkennt man sofort wieder. Die typischen Techniken und Moves sind dabei. Und trotzdem wird das Spiel leicht im Detail und teilweise auch großräumig angepasst, verändert. Aber bisher bin ich sehr, sehr zufrieden damit, was ich gesehen habe. Mal gucken, in einem Monat habe ich es dann voll. Jetzt ist DZS ja 10 Jahre alt geworden oder hat jetzt 10-jährigen Geburtstag. Ihr seid jetzt hier zum zweiten Mal mit Turtle Beach auf der Gamescom. So, welche Eindrücke hat man in diesem Jahr mitgenommen, sage ich jetzt mal, so von 2011 auf 2012? Ja, Eindruck erstmal, wir sind gewachsen. Das steht ja definitiv fest. Als unser Stand letztes Jahr noch 120 Quadratmeter betrug, hatten wir schon richtig, richtig großen Andrang. Jetzt sind wir nochmal um 100 Quadratmeter gewachsen. Wir werden richtig akzeptiert, die Resonanz ist enorm, alles positiv, wenn wir Turniere starten, jeder hat Bock drauf, jeder will dabei sein, alle machen mit, auch wenn wir
T-Shirts und Preise raus sein. Das Publikum ist super, die sind alle scharf darauf, was vom Gaming mitzukriegen und auch was mitzunehmen nach Hause. Also bis dato voller Erfolg. Es kann eigentlich nur noch besser werden, auch wenn es kaum mehr möglich ist, aber wir kriegen das auch heute noch hin. Ich habe deinen Clan-Chef schon gefragt, was dein Lieblingsheadset von Turtle Beach ist. Hast du da auch einen Favorit? Eins von den neuen oder eins von den älteren Modellen vielleicht? Ich persönlich habe das PX5 zu Hause, mit dem ich sehr zufrieden bin. Ist auch ein gutes Headset. Wireless. Das ist mir so an sich immer nie präsent gewesen, dass es wireless ist. Erst als ich mal gezockt habe und dann durch die Wohnung gelaufen bin und dachte, oh, du ziehst gar nichts mit dir mit. Da habe ich erstmal den Vorteil erkannt. Ist eine tolle Sache auf jeden Fall. An und für sich brauche ich das Headset weitestgehend immer zur Abschirmung nach außen, vor allen Dingen, wenn ich irgendwo spiele, ganz einfach. Beat'em-up-Spieler brauchen jetzt nicht zwingend ein Headset, aber ich nutze es einfach, um mich nach außen hin abzuschotten, damit, weil ich immer ein bisschen die Konzentration verliere, wenn ich Gespräche um mich herum höre. Dafür dient es auf jeden Fall sehr gut. Gab es denn jetzt dieses Jahr auf der Gamescom schon irgendwie so Running Gags oder irgendwas, was hier Lustiges passiert ist? Ich meine, der Stand ist ja ständig von vielen, vielen Leuten bevölkert, gerade der Black Ops-Bereich drüben, wo man VIP-Tickets für Black Ops 2 Multiplayer erspielen kann. Da stehen die Leute Schlange ohne Ende. Gab es hier mal was Witziges oder solche Geschichten? Ja, also was sich wie ein roter Faden durchzieht, ist, dass einfach jeder ein T-Shirt haben will, gnadenlos. Uns wurde Geld angeboten, uns wurde erzählt, wir kommen von ganz weit her. Freunde liegen krank im Krankenhaus, sie wollen unbedingt ein T-Shirt. Ich sage jetzt erstmal, der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Ich will auch niemandem zu nahe treten. Mitunter werden sie auch recht behalten. Und was auf jeden Fall ein Running Gag ist, das ist neben uns am Gameforge-Stand, der wird permanent so circa einmal die Stunde ein Lied gespielt. Das ist von Psy und das Lied heißt Gangnam Style. Und das ist so ein Ohrwurm, man braucht es nur einmal hören. Der Tanz ist total albern, aber der zieht. Jetzt müssten wir die Kamera schwenken können, die tanzenden Zuschauer. Das Lied ist einfach ein Techno-Lied aus Korea quasi, aber das ist so eingängig und so leicht zu behalten. Und der Tanz, der ist so, ich würde mal sagen, mitreißend, weil der so albern und lustig und einfach im gleichen Atemzug ist. Also da hat man schon sehr viel Spaß mit. Ich habe Sangria schon gefragt, Ziele 2012, 2013 für DZS? Mein persönliches Ziel wäre definitiv, dass ich an meine alten Erfolge Dead or Alive wieder anknüpfen kann. Muss ich abwarten, wie das funktioniert. Man ist älter geworden, der letzte Teil hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Mein letztes großes Turnier ist auch schon Jahre her. Ich habe mich weiterentwickelt, vor allen Dingen auch beruflich. Ich habe einfach nicht mehr die definitive Zeit zu sagen zu können, ich trainiere jetzt, weil einfach andere Dinge definitiv Priorität haben. Und dennoch ist es und bleibt mein Hobby und für Hobby sollte man auch immer irgendwo Zeit finden. Okay, letzte Worte für dich nochmal, irgendwas Abschiedenes. Ich finde jetzt so als dritter Gast, alles perfekt gelaufen. Alles ganz hervorragend, auch unser Management, egal ob aus England, Amerika, wo auch immer die herkamen, die waren rundum zufrieden mit uns, hier läuft einfach alles fantastisch. Was ich mir dabei wünsche, ist, dass unser Stand weiterhin sehr akzeptiert wird, was komplett außer Frage steht in meinen Augen. Und dass wir so viel Erfolg haben, dass wir nächstes Jahr noch einmal wachsen dürfen. Das wünsche ich mir sehr. Ja, dann wünsche ich euch das auch und sage recht herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Danke schön. Danke sehr.